0345 54321 0815 17.06. Jo, Ernst Krahn aus dem Frankenland zu Gast in Mainz. Ich freue mich, hier zu sein. Mainz, seid ihr auch da? Und seid ihr wach? Und seid ihr laut? Seid ihr laut? Und seid ihr stark? Und seid ihr Patrioten? Es ist gut, dass ihr da seid. Es ist gut, dass jeder Einzelne von euch heute hier Präsenz und Flagge zeigt. Kandel ist überall und nun ist auch Mainz zu Kandel geworden. Das ist richtig scheiße, aber auch wir sind da und wir sagen es der Welt. Wir sind dagegen. Mia heißt in Mainz Susanna, so wie sie in Berlin und in Freiburg Maria heißt, in Flensburg Mireille, in Regensburg Lika, in Viersen Juliana und Aisha, die Kleine, so heißt Mia in Hamburg. Ja, Kandel ist überall und die Leine des Grauens zieht ihre Blutspur durch unser ganzes Land und diese Spur führt von jedem Ort der bestialischen Taten aus, bis dorthin, wo das Zentrum der politischen Verantwortung für all das liegt, bis zum Kanzlerpalast in Berlin, bis an den Schreibtisch der Migrantenmatrone I.M. Erika Angela Merkel. Wie finden wir das? Richtig. Aber Freunde, nicht nur Kandel ist überall, auch der Widerstand ist überall. Und heute ist der Tag des Widerstands. Heute ist der Tag der Patrioten. Heute sagen die Patrioten Nein. Wir sagen Nein zur Meinungsdiktatur im Merkel-Staat, wo mittlerweile sogar bei Hotelbuchungen die politische Gesinnung abgefragt wird. Wir sagen Nein zur Diffamierungs- und Vertuschungskampagne der Merkel-Medien, die nach wie vor mit Lügen und Lücken aufwarten, wo Wahrheit und Redlichkeit angesagt wäre. Wir sagen Nein zu einem Staat ohne Grenzen, dessen Volk illegalen Eindringlingen aus bildungsfernen Stammeskulturen an die Messer geliefert wird. Wir sagen Nein zur Förderung der Islamisierung in unserem Vaterland, die mehr und mehr zum Genozid am deutschen Volk führt. Wir sagen Nein zu einer Politikkultur, die unser Land der Selbstbedienungsmentalität der Kartellparteien ausliefert und den Willen des Souveräns konsequent missachtet. Wir sagen Nein, fünfmal Nein, das würde sogar beim Casting von DSDS das ausbedeuten. Kein Recall für das Merkel-Regime, sondern Abtritt, Setzen, Sex, Volksverrat. Wir sagen Nein zu diesem Regime und die Leine des Widerstands ist noch viel länger, als sie in eine einzige Rede passen würde. Aber aus dieser Leine des Widerstands werden die Fesseln sein, mit denen wir der Bande der Volksverräter in Berlin und an allen Orten ihre willfährigen Erfüllungsgehilfen und Kollaborateuren zum Schaden und zur Vernichtung Deutschlands das Handwerk legen. Was für ein Regierungsprogramm von Grökatz Merkel aus Illegalität Legalität machen. Ich muss. Ich zitiere etwas anderes. Wo aber Unrecht zu Recht wird, da wird Widerstand zur Pflicht. Und wo aus Unrecht Recht gemacht werden soll,
Da ist die Verweigerung des Gehorsams gegenüber der Obrigkeit allererste Bürgerpflicht. Und im Übrigen ist die sogenannte Obrigkeit nichts anderes als Angestellte des Souveräns. Und der ist und bleibt das Volk, und das Volk sind wir. Ganz genau, merkt euch das und spürt das. Wir sind der Souverän in diesem Lande. Aber es gibt nicht nur die Pflicht zum Widerstand. Der Widerstand gegen Regierungsversagen und Deutschland-Abschaffungskollaborateure, er hat auch eine rechtliche Basis. Und die hat er im, ich zitiere, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Ob das nun eine Verfassung ist oder ein bloßes Verwaltungskorsett für ein besetztes Areal, ganz egal. Ich zitiere, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben, aufpassen, alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Artikel 20 Absatz 4. Geil! Und nun frage ich euch, Patrioten. Widerstand! 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 Ich frage euch, seht ihr eine andere Abhilfe gegen die Aushebelung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung durch ein europahöriges Regime, das die eigenen Bürger zu Menschen zweiter und dritter Klasse macht und sich bedingungslos den global verordneten Finanz- und Migrationsstrategien unterwirft? Seht ihr eine andere Abhilfe als den Widerstand? Nein! Gut so! Der patriotische Widerstand ist unser Recht und unsere Pflicht. Wollen wir der unwiederbringlichen Zerstörung und Vernichtung unserer Heimat und Kultur entgegenwirken? Der patriotische Widerstand ist unser Recht und unsere Pflicht. Wollen wir dem deutschen Volk seiner Geschichte wie seinen großartigen Fähigkeiten und Potenzialen einen Platz in der Zukunft unserer Kinder sichern? Und der patriotische Widerstand ist unser Recht und unsere Pflicht. Wollen wir die ethischen Errungenschaften einer aufgeklärten Zivilisation gegen archaische, tribale Gesellschaftsstrukturen verteidigen, die nur das Recht des Stärkeren kennen? Widerstand ist Recht und Pflicht. Und Widerstand braucht Taten. Widerstand kommt von Stehen und nicht von Sitzen oder von Liegen, sonst hieße das nämlich wieder Sitz oder wieder Lieg. Widerstand braucht Taten und Bewegung. Er braucht Farben und Formen. Er braucht Klang und Körperlichkeit. Er braucht Anschaulichkeit und Sinnlichkeit. Und weil das so ist, habe ich euch drei Manifestationen des Widerstands mitgebracht, die sich mir, da rede ich jetzt mal nur von mir, erschlossen und gezeigt haben. Ich packe sie mal der Reihe nach aus. Das hier ist der patriotische Hammer. Und er strahlt in den Farben Deutschlands, wie sie, ihr wisst das, 1832 auf dem Hambacher Fest als erstes gezeigt und definiert worden. Und diese drei Farben sind bunt genug, liebe Bundesbürger. Schwarz, das steht für Tiefe und für Festigkeit. Rot, das steht für Leidenschaft und für Ergebenheit. Und Gold, das steht für Strahlen und für Wertigkeit. Und das sind die Säulen unseres Denkens, unseres Fühlens, unseres Handelns.
Festigkeit, Ergebenheit und Wertigkeit. Ich könnte auch sagen, Einigkeit und Recht und Freiheit. Stimmt's? Und dieser patriotische Hammer, Freunde, jetzt kommt der Hammer. Dieser Hammer seid ihr. Jeder von euch ist dieser Hammer. Jeder von euch trägt seine Wirkkraft in sich. Und schön, dass wir heute den Deutschlandhassern zeigen, wo der Hammer hängt. Natürlich, ich weiß das, ein Hammer, der kann zerstören und ein Hammer kann Leben retten. Dieser Hammer, er kann kreuzigen oder er kann befestigen. Dieser Hammer kann Werkzeug sein oder Waffe. Und als Waffe wäre er todbringend, genauso wie er als Werkzeug hilfreich wirksam ist. Und jawohl, es ist ein kleiner Hammer für so ein großes Land wie Deutschland. Aber er ist groß genug, um damit jenen Kräften auf die Finger zu klopfen, die das Unheil in unserem Land verursacht haben und ihr unheilvolles Werk unbeirrt fortsetzen. Mit diesem Hammer, und freut euch drauf, ich zeig's euch gleich, mit diesem Hammer kann ich der Raute des Grauens auf die Finger klopfen und das klingt so. Jawohl! Und man kann dazu sogar Texte, ne? Merkel muss weg. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Und mach die Grenzen dicht. Mach die Grenzen dicht. Mach die Grenzen dicht. Und wir sind das Volk. 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 Das ist der Hammer, aus dem Bewegung entsteht. Und seid euch dessen im Klaren, jeder von euch ist ein vollkommener, ein vollständiger, ein kraftvoller Teil dieser Bewegung und dieser Bewegtheit. Nun gehört zu diesem Hammer noch etwas. Und das zeige ich euch gleich. Zu diesem Hammer gehört auch ein Gewand. Das Gewand des Widerstands und das trage ich immer dann, ja, wenn es nicht nur auf oder gar nicht auf Worte ankommt, sondern wo auch ohne Worte einfach durch das Anschauen alles gesagt werden kann. Ich ziehe mich jetzt mal um. Freunde, das Gewand des Widerstands. Und das Datum zu diesem Gewand kennt ihr. Es ist der 20. Juli 1944 und es ist dieser Aufschrei damals aus den Reihen derer, die begriffen hatten, dass der eingeschlagene Weg in die Katastrophe führt. Dieser 20. Juli 1944 führt in direkter Linie zum heutigen Datum, zum 17. Juni, und zwar 1953. Vor 65 Jahren gab es ein eindeutiges Stopp der Bürger gegen eine Staatsführung, die in den Niedergang statt in eine sich verbessernde Lebensqualität führte. Und nun wissen wir alle, 1944, wie auch 9 Jahre später, wurde der Widerstand mit Gewalt beantwortet und niedergeschlagen. Ja, das ist so. Widerstand hat keine Garantie auf Erfolg, auf Sieg. Aber umgekehrt, das garantiere ich euch, nicht zu widerstehen, bedeutet schon aufgegeben und verloren zu haben. Und deshalb gemeinsam gegen politische Willkür und Meinungsdiktatur, gemeinsam gegen Migrationswahn und Multikultisucht und gemeinsam für unser Vaterland und unser Volk. Ja, jawohl. Bravo.
Und damit bin ich auch bei meiner dritten Manifestation des Widerstands. Ich habe es ja selber erlebt, man kann einem Menschen viel nehmen. Man kann mir den Beruf nehmen, meine soziale Sicherheit nehmen, meine wirtschaftliche Sicherheit. Man kann mir meinen Ruf nehmen, meine Reputation. Man kann mir meinen Diesel nehmen und mein Bargeld, mein Schweinefleisch und meine bürgerlichen Rechte. Aber eines kann man mir nicht nehmen, das, was ich in mir trage, das, was ich in meinem Herzen spüre und lebe, das, woraus ich bestehe und geworden bin. Ich bin und du auch eine Frucht meiner Heimat, und diese Heimat im Herzen gebe ich nicht her. Meine Heimat kriegt ihr nicht, weil ich sie behalte. Und das ist mein Lied des Widerstands. Und ihr seid eingeladen, euch von diesem Lied anstecken zu lassen. Ich hole mal eben mein Orchester raus. Ja, es ist eine Melodie, die ist schon sehr alt. Die trug mal die Worte: Morgen muss ich fort von hier, aus dem 18. Jahrhundert. Und die wurde dann neu betextet von einem Herrn Hoffmann von Fallesleben, 1835. Und dann habe ich das nochmal umgetextet. Das ist ein bisschen sehr laut, ne, die Klampfe, oder? Ist das okay? Meine Heimat kriegt ihr nicht, weil ich sie behalte. Das könnt ihr auch, ne? Meine Heimat kriegt ihr nicht, weil ich sie behalte. Merkel, Juncker, Schulz und Co. legt mich einfach am Popo. Denn meine Heimat kriegt ihr nicht, weil ich sie behalte. Und noch mehr. Meine Sprache kriegt ihr nicht, weil ich sie behalte. Deutsches Volk und Vaterland geb ich niemals aus der Hand. Meine Sprache kriegt ihr nicht, weil ich sie behalte. Und noch mehr. Meine Werte kriegt ihr nicht, weil ich sie behalte. Ordnung, Fleiß und Pünktlichkeit, damit kam ich stets sehr weit. Meine Werte kriegt ihr nicht, weil ich sie behalte. Nun wird's aber intim. Mein Geschlecht, das kriegt ihr nicht, weil ich es behalte. Männlein, Weiblein, keine Dritten, Gender Mainstream könnt ihr knicken. Mein Geschlecht, das kriegt ihr nicht, weil ich es behalte. Und auch meine Wahrheit kriegt ihr nicht, weil ich sie behalte. Klarer Blick, durch nichts zu biegen, ich entlarve eure Lügen. Meine Heimat kriegt ihr nicht, weil ich sie behalte. Und auch meine Lieder kriegt ihr nicht, weil ich sie behalte. Singe, wem Gesang gegeben, das lass ich mir niemals nehmen. Meine Lieder kriegt ihr nicht, weil ich sie behalte.
Und das Wichtigste, meine Seele kriegt ihr nicht, weil ich sie behalte. Freier Geist und freies Streben, fein des Glückes Fäden weben. Meine Seele kriegt ihr nicht, weil ich sie behalte. Und meine Heimat kriegt ihr nicht, weil ich sie behalte. Danke, Mainz, ihr seid klasse. Nehmt das mit in die Zeit. Bis bald.